Da ist er. Hi. Hallo. Hier drüben. Ja. Ich winke mit meiner... Der Druide sagte, dass ich dem Fluss folgen sollte. Oder den Bäumen. Auf jeden Fall bin ich irgendetwas hierher gefolgt. Und dann sah ich euch. Also bin ich hier wohl richtig. Glaube ich. Also hoffe ich. Wie geht es euch? Wisst ihr, welcher von diesen der heilige Baum ist? Sicher doch. Ich meine, ich glaube schon. Die Bäume sehen alle so gleich aus, dann ist das Harz doch sicher auch dasselbe, oder nicht? Probiert es mit dem dort drüben. Sollte kein Problem für euch sein, das Harz zu besorgen mit diesen hilfreichen Händen, die ihr da habt. Also vorausgesetzt, die Waldgespenster bringen euch nicht um. Waldgespenster? Waldgespenster? Oh, nein. Ich schwebe kein Farnbreit weiter. Kämpft ruhig allein gegen diese grauenhaften Waldwesen. Schließlich habt ihr ja noch all eure Gliedmaßen. Der Harzbaum ist gleich dort drüben, in dieser Höhle. Lasst euch nicht zerquetschen wie ein Käfer. Du bist ganz schön durch. Er ist da in dieser Höhle. Und da ist auch das versprochene Waldgespenst. Oh, also voll Wasser. Ja. Heiliger Baum. Harz nehmen. Fertig. Recht mit Octin. Hallo, freut mich euch wiederzusehen. Wie ich das wohl mache, frage ich mich. Also, euch sehen. Oh, Moment, Harz. Ihr habt nach Harz gesucht. Habt ihr welches gefunden? Jo. Was macht dieses Harz eigentlich heilig? Mhm. Druiden sind schon merkwürdig. Alter. Oh nein, Jocelyn. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Sie verwandelt sich in einen Baum. Wir müssen zurück zu Druide Fenas. Er wird sie retten. Und mich vielleicht auch. Wo ist er? Druide Fenas? Er ist nicht hier. Er ist beim Frauendickicht. Aber warum hat der Baum euch nicht verflucht? Wenn ich mir Harz genommen hätte, hätte er mich verzaubert, dass mir Hören und Sehen vergeht. Wobei wir wieder beim Thema wären. Wie kann ich überhaupt hören? Und wie sehe ich? Ist ein bisschen verwirrt, ha? Huh? Verwirrt? Nicht, dass ich wüsste. Oh, ihr meint das mit dem Vergessen und dem Faseln und den merkwürdigen Träumen? Ihr müsst wissen, dass ich ein leuchtender Lichtball geworden bin. Wahrscheinlich ist das völlig normal für jemanden in meinem Zustand. Das habe ich aber auch verdient. Schließlich bin ich ja schuld. Warum? Ich ließ die Tafel fallen. Sie ist mir durch die Finger gerutscht, die ich jetzt nicht mehr habe. Ich habe sie zerbrochen. Und wenn Jocelyn nicht versucht hätte, mir zu helfen, wäre nur ich verflucht. Aber vielleicht wird Druide Fenas uns ja retten. Druide Fenas und ihr. Also, zurück zum Faundickicht. Jetzt lass ich mal gucken. Was? Ankluftbucht? Nein. Frauendickicht? Aber warum habe ich denn hier keinen Wegschrein? Ich muss erstmal dahin. F. Da muss ich nämlich sowieso hin. Das ist mein neues Reittier. So neu im Sinne von. Es wurde gerade ausgesucht. Okay. Bastian, geh weg. Na, eine interessante Brücke aus einem Baum bei... Aha. Und höher. Aha, nicht wieder falsch nach unten. Da. War das? Wir müssen wieder hoch. Mist.
Naja, egal. Wir schnappen uns die Scherbe. Oh. Oh, das war... Ja. Oh, noch einer? Wo ist er denn? Oh. Ich habe keine Angst vor euch. Ne, die sind ja jetzt auch tot. Nicht, dass wir hier lang müssen. Das sind Droiden. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Das haben wir jetzt auch. Vulkesh-Fleisch. Magma-Frosch ist nicht. So. Schatter, das ist ja gut. Großschlecht, Großschröter. Der Tag wird unser sein. Er ist ja gut, noch einer. Ein junger Vulkesh. Habe ich. Nein, keine Beine. Aber das da. So. Wie geht's weiter? Wir machen das weg. Wir wollen zu dem Wegschrein. Ein Kampf? Gut. Nein. Echt, das geht einfach so nicht durch. Da passiert. War das ein Surfer? Wieso war das plötzlich ein Surfer? Das war der Rest. Wenn sie nicht erkennen. Was man da metzeln muss, es ist unfassbar. Danke. Nein, das will ich nicht. Nein, ich will nicht das. Ich will den Druiden. So, dann schnappen wir uns noch diese Kiste. Üben. Kannst du mir nochmal sagen, wo ist das? Was? Was? Was war ich da gerade sehend? Was ist denn mit euch? Ich möchte doch einfach nur zu diesem Weg schreien. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich ja ganz woanders hin. Woher mache ich die noch weg? Ja, da. Rennt er wieder beide oder was? Hurra! Tut mir leid. Oh Gott, jetzt kann ich mir nicht mehr in die Nase kratzen, ohne einen Ohrwurm zu kriegen. Glaubt mir ja auch niemand. So. Will ich hier sein? Ah.
Was wollte ich? Da wollte ich hin. Sehen wir da was? Oh. Hm? Will die mich raten? Da. Kommen wir da hin? Durch den Baum. Es ist eher komplex. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn doch nicht. Ich habe eine Idee. Das ist nicht, aber das da ist kein gutes Gelände. Ihr da! Diese Zweiglinge werden ein echtes Problem. Wir sollten versuchen, sie zu überraschen. Versucht, hinter diesen dort zu gelangen und tretet ihn hinein. Ja. Vorsichtig und schnell jetzt. Ich will es brennen sehen. Ich sehe dich überhaupt nicht. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, wo du bist? Tretet das Ding in die Lava. Dann müssten wir nicht kämpfen. Ihr da! Diese Zweiglinge werden ein echt... Ach, hervorragend gemacht, mein Freund. Ein nerviger Baum weniger, um den ich mir Sorgen machen muss. Wartet! Was war das? Irgendwie. Der Baum sieht nicht aus, als würde er mich tragen. Natürlich nicht, ich sterbe. Oh Mann. Ich glaube, das ist alles nicht so gedacht. Ist nicht so gedacht gewesen, glaube ich, aber ich habe es geschafft. Und nun wurde mein Lager zermalmt. Was ist mit dir? Oh nein, nein, das kann nicht sein. Glutranke ist mit Lava überflutet und da sind wütende Druiden und wenn ich da reingehe, werde ich sterben. Ich wusste, dass der Auftrag zu leicht klang. Ein schneller Rundgang durch eine Höhle auf einer wunderschönen Insel. Mhm. Aber nein, jetzt werde ich niemals bezahlt. Was ist denn los? Haus Monar will eine Mineralienstudie der Glutrankenhöhle. Krieg ich hin. Ich brauche die Arbeit dringend. Daher meldete ich mich dafür. Doch niemand hatte die Feuersangdruiden erwähnt. Oder die Lava. Sie öffnen absichtlich Spalten. Wer macht denn so etwas? Wie? Magie, schätze ich. Stimmt. Mir sind Kristalle aufgefallen, die Energie aus der Lava ziehen. Doch was weiß ich schon über Magie? Kein bisschen. Druiden sind rätselhaft. Hey, würdet ihr mir helfen? Wenn wir sie davon abhalten, mehr Spalten zu öffnen, kann ich meine Arbeit zu Ende bringen. Ich würde euch natürlich für eure Mühen bezahlen. Ja. Ich schätze, jetzt seid ihr mein Angestellter. Nein. Endlich bin ich nicht mehr der Niederste in der Rangordnung. Aha. Wir treffen uns drin. Dann nee. Zeige ich euch den Weg zu den Kristallen. Ich glaube, nach, wenn man sie zertrümmert, dehnen sich die Spalten nicht weiter aus. Dann kann ich meine Studie abschließen und werde bezahlt. Mhm. Nun, es hat mich nicht direkt angeworben. Es hat jemanden beauftragt, der jemand anderes eingestellt hat. Dann hat diese Person eine dritte Partei unter Vertrag genommen. Dann hat die mich angeheuert. Da ich nun euch angestellt habe, bin ich endlich nicht mehr das letzte Glied in der Kette. DPD. Subunternehmer. Ja, was wisst ihr über das Haus Monar? Es ist eines der bretonischen Häuser, die meinen Berufszweig mit Arbeit versorgen. Es hat mit Erzen und Mineralien zu tun, sowohl Abbau als auch Großhandel. Es wird durch dieses Geschäft immer reicher. Ihr könnt euch also denken, dass ich begierig darauf bin, dass es meinen Namen erfährt. Und warum will Haus Monar eine Mineralienstudie der Glutrankenhöhle? Die Reichen wollen ihre Liegenschaften immer ausbauen. Minen erschöpfen sich, wisst ihr? Teil des Geschäfts. Wenn das Haus seinen Reichtum erhalten möchte, muss es daher neue Quellen auftun.
Zumindest gehe ich davon aus, dass es das denkt. Vielleicht ist es auch nur gierig. Sind die Mineralien und Erze auf Galen viel wert? Alle Mineralien und Erze sind den Leuten, die sie haben wollen, eine Menge wert. Mhm. Durch diesen Umstand verdiene ich Gold. Leute werben mich in der Hoffnung an, dass ich etwas entdecke, was sie brauchen. Ich suche am ausgewählten Ort und melde meine Funde. Der Rest obliegt an ihnen. Okay, erzähl mal über die Mineralienstudien. Ich reise umher und besuche Höhlen und Steinbrüche, um möglicherweise vorhandene wertvolle Erze und Mineralien auszumachen. Meine vorherige Arbeit war sicherer als diese. Keine wirklichen Risiken. Ich fasse es kaum, dass ich so früh in meiner Karriere schon beinahe gestorben wäre. So früh? Wie viele Studien habt ihr abgeschlossen? Nun, nur eine eben. Deshalb bin ich ja so günstig. Ich will mir einen Namen in diesem Geschäft machen und ich brauche die Arbeit. Vielleicht sagen meine Auftraggeber Haus Mornar, wie talentiert ich bin. Hoffentlich denke ich beim nächsten Auftrag daran, nach Vulkanen zu fragen. Was wisst ihr über die Druiden, die ihr gesehen habt? Ich weiß doch schon alles. Sie waren eindeutig vom Feuersang. Ja. So viel weiß ich zumindest. Als ich nach Galen segelte, habe ich über Druiden gelesen. Ein faszinierendes Völkchen. Mhm. Ich habe die Symbole auf ihrer Kleidung erkannt. Abgesehen davon gab es kaum Einzelheiten in diesem Handbuch, außer dass sie meist auf Üphelon bleiben. Üphelon. Das muss ich auch machen, aber das ist nicht das, was ich jetzt machen muss. Jetzt muss ich das machen. Gut. Das ist eine ganz schön hohe Dichte. Ich habe noch kein einziges Stück der Hauptquest gemacht, ne? Ich habe sie nur angenommen. Ich habe den ersten Kristall im Südosten gesehen. Weitere Beben und Bestien und Druiden irgendwo. Beeilen wir uns einfach. Mhm. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Okay, boah, der Weg ist nicht schön. Schmeckt unseren Stahl! Bastian, nicht so lebhaft, bitte. Wo sind wir denn jetzt? Das müssen wir also zuerst machen. Erstmal den Endgegner. Den Rest kriegen wir später. Rein. Was ist denn das für eine Höhle? Sage mal. Ich sehe auch gerade überhaupt nichts, aber jetzt. Aha. Gut, ich verstehe. Also nicht, dass ich verstehen würde, aber ich verstehe. Da ist doch einer. Nein. Ich bin mir sicher, das ist so ein Kristall. Warte mal.